Moin miteinander. Heute mache ich noch mal ein Video zu einem Thema, das sehr oft nachgefragt wird. Und zwar geht es um Borderline. Und Borderline ist eine Variante der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Dazu gibt es schon Videos von mir, die findest du in der Infobox verlinkt und auch hier auf der Karte. Aber ich bekomme einfach immer wieder Anfragen, dieses Störungsbild noch mehr zu beleuchten. Und das ist so, glaube ich, weil nur wenige Störungsbilder von außen so deutlich sichtbar sind und deshalb eben auch eher auffallen und eher Fragen aufwerfen. Und deshalb schauen wir in diesem Video noch einmal besonders auf einen Aspekt der Störung. Zur Erinnerung, grundsätzlich zeichnet sich die Störung aus durch eine Instabilität in den Emotionen, eine Instabilität in den Beziehungen und eine Instabilität im Selbstbild. Und alle drei Komponenten können zu unterschiedlichsten Verhaltensweisen führen. Und ein Aspekt, von dem ich glaube, dass er essentiell ist, um die Störung zu verstehen, ist das instabile Selbstbild. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, ob ich einen in sich begründeten Wert habe, wenn ich Probleme habe, mich zu spüren, stellt euch all das einmal vor, dann wird, glaube ich, besser klar, warum das ein immens belastendes Gefühl für die Betroffenen ist. Ein Gefühl von tiefster Unsicherheit, ein Gefühl von innerer Leere, manchmal so stark, dass es kaum aushaltbar ist. Und das führt zu psychischen Überlebensstrategien mit dem Versuch, dieses mangelnde Identitätsgefühl zu kompensieren. Aber wie kompensiere ich, dass ich nicht weiß, wer ich bin, dass ich mich nicht fühle? Ich gebe euch mal ein paar Ideen. Ich versuche jemand zu sein, von dem ich glaube, dass andere ihn mögen. Ich gebe alles in Beziehungen. Ich versuche zu Beginn vor allem für den anderen der ideale Partner zu sein. Aber wenn das nicht klappt, dann falle ich ins Nichts, weil ich kein eigenes, stabiles Selbstbild habe. Wie soll ich mit der immensen Angst, die daraus entsteht, umgehen? Diese Angst braucht ein Ventil. Und das Ventil ist oft die Wut. Die Wut, die sich gegen andere, aber auch durchaus gegen Gegenstände oder gegen den Betroffenen selbst richten kann. Und eine solche Wut auf der Basis von Angst mündet dann in, ja, für andere, für Außenstehende unverständliche und auch irritierende oder sogar einschüchternde Verhaltensweisen. Wenn ich nicht weiß, ob ich einen Wert habe, versuche ich, meinen Wert durch die Reaktion von anderen zu spüren oder ein Gespür dafür zu bekommen. Sprich, bekomme ich Liebe und Anerkennung, dann bin ich etwas wert. Bekomme ich das aber nicht, stürzt mich das wieder in diese extremen Selbstzweifel. Wenn ich kein Gefühl für mich habe, wie versuche ich Gefühl für mich zu bekommen? Zum Beispiel, indem ich mich in extreme Situationen oder in extreme Verhaltensweisen begebe, um eben etwas zu spüren. Und das können dann halt auch gefährliche Situationen sein, wie tollkühnes Verhalten, wie zum Beispiel Rasen auf der Autobahn oder andere wirklich auch gefährliche Aktionen. Oder eben auch, und das kennen ja viele oder wissen viele, das selbstverletzende Verhalten, das sich
dass ich meinen Kopf gegen die Wand schlage immer wieder oder dass ich mir eben andere Verletzungen hinzufüge, dass ich mich mit einer Rasierklinge schneide und dergleichen. Wie kompensiere ich, dass ich mir fremd bin? Ich versuche, jemand zu sein und weiß aber nicht, wer. Borderline ist ein sehr komplexes Störungsbild und weil es so extrovertiert ist, bekommen Betroffene schnell ein Etikett verpasst, der Borderliner halt. Aber es sind Menschen mit einer Störung, sie sind nicht die Störung. Und das Motiv der mangelnden Identität und dem Nichtvorhandensein einer stabilen Beziehung zu sich selbst, das ist in dieser Störung zentral. Und ich glaube, dieses Motiv, das können auch Nicht-Betroffene vielleicht gut verstehen oder da andocken, was bestimmten Verhaltensweisen einfach zugrunde liegt. Denn im Kleinen kennt bestimmt der ein oder andere von euch auch dieses Gefühl von Verunsicherung, das Gefühl von nicht richtig zu sein, eine Angst, nicht wertvoll zu sein. Ja, wenn wir verlassen werden zum Beispiel, wenn wir viel Kritik bekommen, wenn uns jemand sagt, dass wir doof sind. Bei einem gesunden oder einigermaßen gesunden Selbstbild oder Verhältnis zu uns selbst können wir uns davon erholen und aufrappeln. Wenn aber genau das unser Wunderpunkt ist, dann kann es eben eine emotionale Abwärtsspirale auslösen. Ja, mit starken inneren Spannungszuständen, die eben ein Ventil brauchen. Und das Ventil, das ist dann das, was von außen sichtbar wird, wenn sich eben jemand selbst verletzt oder sich auf andere Art sehr extrem verhält, dann sehen wir das. Aber ich glaube, dieses Kernproblem in sehr abgeschwächter Form kennt bestimmt der ein oder andere auch, ohne eben Borderliner zu sein. Und bei sehr vielen psychischen Beeinträchtigungen spielt ein negatives, ein instabiles oder sogar ein fehlendes Selbstbild eine Rolle. Und die Intensität, die ist letztlich ein Indikator, ob jemand noch halbwegs gesund damit klarkommt oder eben nicht. Das vielleicht nochmal dazu, ist bei mir wichtig, zu diesem einen Aspekt bei Borderline, weil ich glaube, wenn man sich damit ein bisschen genauer befasst, dann wird es besser nachvollziehbar, was in Menschen, die mit dieser Störung zu kämpfen haben, in ihnen vorgeht. Ja. Jetzt seid wie immer ihr gefragt. Ich freue mich über eure Gedanken dazu oder Fragen, wenn ihr welche habt. Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ihr wisst, im nächsten Podcast gehe ich dann darauf ein. Wer den Podcast haben möchte, der bitte gehe hier auf meine Website auf bettercallcasey.de und abonniere dort den Newsletter, denn ihr wisst, der Podcast ist nur für die Newsletterer. Und zwei neue Workshops starten, einer im Oktober, einer im November. Im Oktober geht es um Biografiearbeit, sich schreibend der eigenen Geschichte nähern. Und im November geht es nochmal in eine Runde Selbstbestimmt leben. Es sind noch Plätze frei. Wer sich dafür interessiert, wer Bock hat, mit mir live über Zoom zu arbeiten, der schaue bitte auf meiner Website vorbei. Bei den Workshops, da findet ihr alle Infos. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche.